Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu einer weiteren Runde hier Pokémon Let's Go. Wir grasen hier jetzt quasi die Route noch rückwärts ein wenig ab, um halt unser Team ein bisschen noch vom Level her anzuheben. Weil wir doch ein bisschen noch hinterher hingen. Uiuiuiui, hier grasen aber gerade ein paar Tauros rum. Na gut, nehmen wir mal. Habe ich eins jetzt gefangen? Schon? Ja, dann. Nee, ich habe noch keins gefangen. Ja gut, wir nehmen den Meisterball, würde ich sagen, um die Erfolgsraten zu maximieren. So. Ich weiß nicht, ob ich die Bären einsetzen soll. Wir versuchen es mal so. Mal gucken. Oh, das war ein guter Wurf, aber... Kamsa und siegte. Nice. Tauros wurde gefangen. Ja, ein paar Erfahrungspunkte. Dankeschön. Jetzt haben wir einen Tauros. Tauros. Es ist ein ungestüm und trotz voller Kraft. Wenn es einmal losbrecht, rennt es so weit. Bis mit etwas zusammenstößt. Ach, das ist natürlich ein bisschen kontrainitiert, wa? Wenn du nicht in der Lage bist, eigenständig aufzuhören. Aber was wir jetzt mal, oder was ich jetzt mal gucken kann, das interessiert mich nämlich jetzt mal doch brennend. Aus Pokéball holen. Dass wir auf dem Reiten würde ich nicht mal abstreiten. Aber wie das ist, also. Hui. Hat schon was. Okay, mein Akani macht trotzdem mehr. Weißt du, ich lebe ganz alleine daheim. Deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu trainieren. Ist auch eine Motivation. Und da oben sehe ich schon einen Trainer-Coach. Vielleicht können wir da wieder eine schöne TM absahnen. Schönheit-Tier. Fukano. Kümmer hier, was ich da habe. Deine Weiterentwicklung. So, Knirscher. Achso, ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe ja offscreen ein bisschen noch die Items geholt. Ich wollte euch nur kurz zeigen, welchen Stand wir derzeit haben. Kann ich ja gerade machen mit der Limonade. Wollte ich ja. Habe ich schon mal ein bisschen was eingesackt. Aus Versehen noch einmal was und einmal Sprudel gekauft. Oder einmal Sprudel nur. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe aus Versehen mal was anderes gekauft davon. Also, Fukano wurde besiegt. Erfahrungspunkte. Westliches Team hat auch Erfahrungspunkte. Dankeschön. Schönheit setzt Fukano ein. So. Schade, dass wir keine Schaufelattacke zur Verfügung haben. Obwohl, es würde dennoch zwei Runden dauern, bis wir die Fukanos down hätten. Wutanfall. Au. Ja, mit so einer mächtigen Attacke gesegnet zu sein, ist halt für Fukano richtig gut. Kani erhält Erfahrungspunkte, der Rest deines Teams irgendwie auch. Dankeschön. Und noch ein Fukano. Wer hätte das gedacht? Ja, ich finde das Level, das geht eigentlich. Mich erschreckt halt immer noch, dass mir bei Sabrina ein Pokémon auf Level 45 braucht. Obwohl man ja eigentlich noch das Silph Cope zu ihr damals hätte gehen können. Naja. Okay, aber hier hat man wiederum die Aufteilung der Erfahrungspunkte. Aber wiederum ist halt das andere, dass man halt die Pokémon fangen muss. Zeitlich auf ein Pokémon gesehen ist die alte Variante schneller. Und kostensparender. Zumindest was das Training angeht. Weil man muss ja auch die Pokémon dann auch gefangen bekommen. So, aber ich tue jetzt mal wieder Tauros. Was hast du eigentlich für ein Wesen? Ich meine ja nur robust. Okay. Wir holen mal Sandama wieder aus dem Pokéball. Ich will mal wieder meinen rollenden Stachelkopf sehen. Aber erstmal ganz kurz eine kleine medizinische Versorgung. Ja, für was haben wir sonst die Limonade?
Wir müssen sonst nicht einsetzen würden, wa? So, das ist ein Punker. Die hatten normalerweise Gift-Pokémon. Bin ich ja mal gespannt, ob die dem Motto treu geblieben sind. Wenn du verlierst, lässt du deine Moneten rüberwachsen. Oh Gott, ein Wort, was man eigentlich nie liest. Gefühlt. Moneten. Ja, ein Gifttrainer. Los, Arcani. Frage, die ich mir jetzt stelle. Soll ich den Kampf eingehen mit Flammenblitz oder nur Flammenwurf? Wiederum wird er mir einen Gegentreffer machen und Arcani ist leider nicht so angefreundet mit uns. Also, bam! Da setze ich doch lieber noch nach dem Kampf einen kleinen Tränkchen ein oder so. Oder gibt meinen Arcani einen Sprudel. Das ist halt so der Nachteil, diesen Rückstoßattacken. Also, ja. Weil man, wenn man keine Überreste oder so hat oder Sägesang oder irgendwie sowas in der Richtung, wo man halt mal ein bisschen was gegenheilen kann, ist das halt sehr sehr vielen Kosten verbunden. So. So. Oh, hallo Mirapla. So. Hey, Frischchen, Zeit für einen Kampf. Ich habe ein paar Pokémon von den Losern hier zusammengeklaut. Ein paar Pokémon hast du zusammengeklaut von ein paar Losern. Wenn du jetzt nur ein Pokémon hast, das ist traurig. Okay. Du hast zwei Pokémon dir geklaut. Oder hast du nur eins deiner Pokémon gehabt und hast ein weiteres geklaut? Jetzt werden hier die Fragen gestellt. Razaf ist natürlich ein sehr schönes Matchup. Wir haben Knuddler. Bye, bye. Volltreffer sogar. Sehr gut gemacht. Arcani. Slimog. Slimog hat einen hohen KP-Pool. Da würde ich erst mit Flammenwurf arbeiten und hoffen, dass er jetzt nichts Starkes einsetzt. Dammit. Das, wo ich beim letzten Mal Schiss hatte, abzubekommen, habe ich jetzt doch abbekommen. Vergiftung. Na gut, ich gehe einfach auf Flammenblitz jetzt. Das ist wohl doch die bessere und klügere Variante. Die Frage ist halt, hätte der erste Flammenblitz überhaupt ausgereicht? Weil Slimog hat ja eine sehr hohe KP-Base. Das wird jetzt wehtun. Au. Gut, dass wir ihn doch mal ein bisschen Vorschaden gemacht haben. Ja, das war's für dich. Nicht gerade die beste Idee. So, dann schauen wir mal gerade. Dass wir unser Kani ein bisschen versorgen. Habe ich noch... Nein. So, erstmal das versorgen. Und... Warte mal, habe ich noch die Sprudel? Bekommst du erstmal das Sprudel hier. Bitteschön. Ja. Bevor ich die Limonade verschließe. So. Drei Hyperbälle. Danke. Du bist dann ein Ass-Trainer. Uiuiui. Die Jogurte haben sie aber ganz schön aufgebauscht. Ach du Scheiße. Hypertank. Warum stehen die da Schlange? Warum? Was ist da oben für eine TM? Ich will die haben. Oder was ist da für ein Item? Bevor ich das mache, weil ich laufe ja in die gegengesetzte Richtung, gehe ich erstmal hier hin und mache den Trainer-Coach. So. No? Was hast du gefunden? Achso. No, warum nicht? Ist hier noch ein Item? Oh, hallo Blutzug. War hier oben nicht ein Item damals? Tauboga. Hallo Kleines. Möchtest du ein Pokémon mit meinem Pokémon spielen? Pokémon mit deinen Pokémon. Hallo Tangela.
Los geht's. So. Ja, Flammenwurf. Flammenblitz wäre Schwachsinn bei deiner guten speziellen Verteidigung. Oder bei der guten speziellen Verteidigung von Tangela. Danke. So, setzt Gold King ein. Oha. Gold King ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Das sollten wir aber trotzdem irgendwie meistern können. Ja, sieht gut aus. Kaskade. Boah, die Animation haben sie aber schön gemacht. Das muss ich sagen, die ist echt schön. Und tschüss, Gold King. Ein Volltreffer. Gold King wurde vernichtet. Dim, 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 dim. Aber wir brauchen wieder eine Versorgung. Aber gucken wir mal, was haben wir denn hier? Hallöchen. Surfer. Okay, Surfer ist eine TM. Eine Sache, die ich zum Beispiel jetzt auch nicht wusste. Aber ich lasse jetzt erstmal Surfer sein. Ich will erstmal hier meinen Kani versorgen. Wohl. Ich kann ja den auch erst schon mal beibringen, weil ich glaube, ich habe eh noch gefühlt 13 Slots von meinem Aquana übrig. Wo ist er denn? Ach, da unten. Stimmt, der sortierte ja so eigentlich nach Nummern. Ja, wurde aktiviert. Welche Attacke soll versetzt werden? Genau, ich habe die Aquaklammer, die ich jetzt erstmal überschreiben kann. So, Aquaklammer vergessen und lernt Surfer. Dankeschön. Jetzt gucken wir erstmal nach dem Coach hier. So. Alle Trainer, die du hier siehst, sind total stark. Woher ich das weiß? Weil ich sie persönlich zum dem gemacht habe, was sie sind. Ich möchte anmerken, du hast einen zu einem Dieb gemacht, ja? Also was soll denn der Scheiß, ja? Machst du aus allen hier Verbrechen oder was hier? Ich will deinen Kilt, gib die Moneten her! Und der andere, ja, ich habe die Pokémon ja eben abgezogen, ja? Hm. Du solltest deinen Job an den Nagel hängen. Willst du auch stärker werden? Das sehe ich. Wie wäre es denn mit einem Kampf gegen mich? Oh, Trainercoach Vanessa. Mit Mashok. Sag jetzt nicht, von dir bekomme ich TM Stärke. Naja. Levelvorteil sogar. Zack. Aua. Es tut weh für dich, ja? Durchbruch. Ne. Nichts Besonderes. Und nochmal, Knuddler. Bye, bye. Und damit ist ein Mashok aus dem Rennen. Ich glaube, Akani würde keinen weiteren Treffer mehr von einem Pokémon mit höherem Level durchhalten. Außer natürlich, jetzt kommt eins mit, mit einer extrem schwachen physischen Verteidigung. Dann können wir dagegen, können wir damit noch arbeiten. Magma. Okay, gegen Magma kann ich arbeiten. Knirscher. Fußkick. Autsch. Aquana, komm mal rein. Feuerschlag. Ja, ist das süß. So, jetzt gucken wir uns mal die Attacke Surfer an. Oh, nochmal ein Feuerschlag. Ein Surfer zum Gruße. Manche Attacken haben die echt gut überarbeitet und manche sehen einfach aus wie Copy-Paste aus dem
3DS-Ableger. Jetzt hab ich auch... Ja. Ich hab dich besiegt. Was krieg ich jetzt von dir? In dir lodert großes Potenzial. Hier. Diese TM ist genau richtig für dich. Feuerschlag. Habe ich irgendwie mir schon gedacht für einen kurzen Moment. Ja, danke. Danke, danke, danke. Ich glaube aber nicht, dass irgendeiner meiner Pokémon die Feuerschlagattacke beherrscht. Ups, falsche. Eins weiter. Ich kann ja mal spaßhalber gucken, aber nein. Wie ich es mir schon dachte. Fehlanzeige. Nope. Einmal hoch. Dankeschön. So. Okay, die Route wird doch aufwendiger als gedacht. Weil einfach sehr viele Trainer hier sind. Die perfekte Gelegenheit, um mit dem Pokémon anzutreten, die ich eben getauscht habe. Okay. Brigitte. Okay, also hast du Tauschentwicklungen oder was? Nein, du hast einfach nur einen Aquana. Okay, okay. Da wechseln wir jetzt mal ganz, ganz strikt aus, und aus. So, jetzt räumen wir ab. Vor allem, Aquana ist ein richtiger Energy Drink. Der Surfer zum Gruße. Ja, der böllert sogar. Nicht schlecht. Gott, Megasauger. Aurora-Strahl. Oh, der Signature-Move. Aua. Egal. Den verkraften wir und... keine Sorge, du Flor, das haben wir. Guck dir mal das an. Wie viel KP du jetzt kriegst. Fast komplette Heilung. Aber der Aurora-Strahl ist halt schon mega stark. Aber das kriegen wir hin. Warum steht es eigentlich immer da? Ja? Ich lage euch langsam bremslig. Dein Angriff folgt doch noch. Quana wurde besiegt. Bye bye. Duflo hält Erfahrungspunkte. Akane hält Erfahrungspunkte. Der Rest deines Teams erhält auch Erfahrungspunkte. Quana erreicht Level 42. Akane hat Erfahrungspunkte erhalten. Pikachu erreicht Level 44. Pikachu hat auch Erfahrungspunkte erhalten. Chidori in den Kampf. Pikachu will jetzt auch Erfahrungspunkte. So. So, Duflo, erstmal zurück mit dir in den Pokéball. Und auf geht's, Pikachu. Boah, Schnabel. Autsch. So, Donnerschlag. Einfach mal ausnocken. Sehr gut. Achso, ich müsste mir mal die Sachen von dem Professor noch angucken. Wir haben ja noch die extra Sachen bekommen. Aber sie hatten zumindest ein gut ausgewogenes Team. Zu gerne würde ich eigentlich Duflo reinschicken. Aber ich mach mal Mirror Match, komm. So, Mirror Match. Erdbeben. Au. Warum kann die Erdbeben und ich nicht? Warum kannst du das schon? So. Das ist echt mies, dass die das schon mit ihrem Sandama einsetzen kann. Ich habe gerade gerechnet, also es könnte sein, dass mich das Erdbeben jetzt sogar besiegt. Na komm schon, halt durch, Sandama. Verdammt. Tendenzwert eben. Akani. Akani sollte das jetzt eigentlich mit einem Flammenwurf ausmerzen können.
So, Flammenwurf. Ist schon mies, dass die das Erdbeben schon kann. Ich will auch Erdbeben haben. So, okay. Medizintasche, wir holen mal unser Lastchen zurück. Dann gucken wir mal, was die Versorgung sagt. Einmal für dich. Einmal für dich. Versorge ich dich eben noch? Und schwächere Heilungen habe ich nicht und ich will eigentlich nicht das Potenzial, also Potenzial verschwenden. Du hast Flug-Pokémon. Der hat Gift hier. Ah ja, gehen wir hier lang. Die haben Gift und Kampf, also. Na los! Ich habe keine Geduld für Getrödel. Lass uns endlich kämpfen. Hopp. Lass uns endlich kämpfen. Keno. Keno setzt Radikal ein. Okay, Radikal. Normal-Pokémon kommen ja auch noch dazu. So. Schade, dass ich keine Kampfattacke habe. Flammenblitz. Radikal. Machst du mir doch noch Schaden. Und sogar so viel, dass ich mit Arcani echt gezwungen bin, eventuell auf den nächsten Flammenblitz zu verzichten. Ja, es kommt jetzt auf dein Pokémon, auf das letzte. Noch ein Radikal. Ja, ich muss auf den Flammenblitz sogar verzichten. Ich mache jetzt Flammenwurf. Weil hätte er jetzt Tiefschlag gemacht, hätten wir ein Problem gehabt. Knirscher. Okay. Nächsten Treffer können wir auch noch wegstecken. Der Typ scheint echt nicht die hellste Birne im Leuchter zu sein. Der hätte locker jetzt in der zweiten Runde erst für einen Tiefschlag gehen können, weil er genau weiß, dass sein Pokémon down ist. So, Beutel. Dann müssen wir eben hier nochmal ein bisschen... Nein! Oh Gott. Gut. Und der nächste im Bunde. Willst du einen Pokémon-Kampf? Cool, lass uns loslegen. Der klang höflicher als der andere. Oder als die anderen von denen. Sascha. Hallo Sascha. Oh Gott, nein, Sascha, warum? Warum das Pokémon? Na gut, Duflo, komm mal rein. Kannst dich einmal hochheilen. Obwohl ich jetzt mit einer Gesteins- oder Bodenattacke rechnen muss. Ja. War nicht anders zu erwarten. So, wird der Absorb reichen? Ich versuch's mal. Ja, Tatsache. Der kleinste und schwächste Move eigentlich reicht aus, um das Pokémon zu zerbersten. So. Nicht mehr lange, dann können wir auch unser letztes Pokémon entwickeln. Aber dafür brauchen wir die letzte Attacke. Die letzte Attacke im Bunde. Hallöchen. Wir flitzen hier oft durch die Landschaft, weil es wenige gibt, was im Weg rumsteht. Ja. Magma. Woher habt ihr die ganzen Magmas?
Knirscher, Knirscher. Okay, 2 Hits. Oh, ist das süß. Na, ich glaube aber, ich tue meinen Akani für den nächsten Kampf hochheilen. Ich will auf den Flammenblitz setzen können, damit Akani hier einfach alles wegrobbt. So. Akani, mein Limonadenschlürfer. Meine ja nur. Ein Flammenblitz, eine Limonade hinterher und alles ist wieder gut. So, du kommst wie gerufen. Lass uns nicht lang und heißen Brei reden. Kämpfen wir. Smogmog. Smogmog ist halt eine andere Hausnummer. Physischer Tank. Nicht gerade gut für Akani. Aber dafür haben wir zumindest eine Alternative, der Flammenwurf. Wie happy dabei Akani eigentlich immer guckt, wenn es Flammenwurf. Kannst du mich mal auf Smogmog. Du kannst mich echt einmal. Mach dich ab, Smogmog. Da, wo du hergekommen bist. Und tschüss, Smogmog. Du flirscht Level 43. Land hat immer noch die Attacke. Du hast mich geschlagen. Oh Mann. Du hast 2 Pokébälle. So. Jetzt muss ich auch noch die Vergiftung erstmal beheben. Eieieiei. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Items benutzen müssen auf einer Route. Gefühlt, denke ich. Was soll es hier für ein bestimmtes Pokémon geben? Meine Pokémon entwickeln sich einfach nicht. Auch wenn ich ein Level aufsteigen lasse. Ja, mal gucken, welche Pokémon du hast. Und welche Pokémon soll deine Route sein, dass die so toll sind? Mein Pokémon entwickelt sich nicht. Machok. Ja, junger Mann. Du musst das Pokémon tauschen. Ja. Wo ich mich frage, wo es da in der Evolution Sinn macht, dass sich das per Tausch entwickelt. Tauros, recht Level 3. Tauros, nein, nein, nein. Wir lassen das heute mal, ja? Zwar cool, dass du mitziehst, aber nein. Hättest du meiner Pokémon Akademie aufgepasst, dann wüsstest du sowas. Ein Nugget. So. Was soll es jetzt hier geben? So besonderes. Topsies. Ich sehe es schon. Und wenn es dann da mal was auf der Stelle rollt. Toboga. Na gut. Obwohl, da unten sind ja auch noch Trainer. Brauchst du das gar nicht zu zerschneiden? Nein, 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 nein. Schon gut. Dein verdammter Ernst. Du bist zu fett. Hallo. Hast du jemals die Legende von den mystischen Schwingen gehört? Meinst du Ho-Oh? Ja, habe ich. Ich habe es auch mehrmals gefangen. Vogelprofi Till. Hast einen Ibitak. Auf geht's, Akani. So, den holzen wir einfach um, würde ich sagen. Hui. Batz. Bye, bye. Oh, das tat weh. Level up. Level 40 für Akani. Akani hat fast aufgeholt. Das ist sehr schön. So, und noch einmal ein Tauboss. Schick. Wir holzen dich trotzdem um. Tauboss ist schneller. Und verwende deinen speziellen Move.
Aber es reicht trotzdem nicht. Tau-Boss ist schneller, aber ist nicht standhaft genug, um Flammenblitz auszuhalten. Wir haben ihn fast selbst nicht ausgehalten. So, dann einmal die Medizintasche. Limonade und einmal Akani. Na komm. Wir geben Akani zweimal Limonade. So. Und für was habe ich dich jetzt hier platt gemacht? Nichts. Hast du echt den besten Punkt ausgesucht, um dich hinzustellen und auf andere Trainer zu campen. So, machen wir dich noch. Dann haben wir diese Ecke hier schon mal abgeschlossen. So. Endlich habe ich. Eigentlich habe ich nicht so wirklich Bock. Was soll's? Dann kämpfen wir eben. Warum? Warum? Ich habe dich nicht herausgefordert. Du bist auf mich zugelaufen. Olaf. Na okay, das erklärt schon einiges. Okay. Auf geht's. Einmal Flammenblitz. Das sollte reichen für deinen Tauboga. So, hast du noch was zu bieten oder war es das jetzt schon? So. Dim, dam, dam, dü, 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 dim. Und tschüss. Ich überlege ernsthaft, jetzt ist ein Bild zu zeichnen mit Akani und einer Limonadenbüchse. Wenn man Akani ja wirklich hier nur Limonade saufen ist. Weil es gefühlt nach jedem Flammenblitz erstmal eine Limonade braucht. So. Ganz ehrlich, ich will niemals in die Misere kommen, dass ich einen Scharniere angreifen muss. Weil ich glaube, ich würde Akani mit umfallen. Ist hier was? Nee. Hallo, blinder Trainer. Um starke Pokémon heranzutrainieren, muss man ihnen mit TMs mächtige Attacken beibringen. Jein. Muss man nicht unbedingt. Kommst du jetzt mit mächtigen Attacken? Boah, so ein Enton, was jetzt Psychokinese, Surfer, Blizzard. Könnte, das würde mich jetzt schon beeindrucken. Wo ich so drüber nachdenke, das könnte mir problematisch, kann problematisch werden. Ich habe halt immer noch kein Pokémon, was halt ein Psycho-Pokémon, also ein Psycho-Wasser-Pokémon gut entgegentreten kann. Außer Pikachu, aber Pikachu müsste halt in dem Moment halt den Treffer tanken können. So. Und Bats. Didim. Oh, Herzchen. Ich kriege halt Erfahrungspunkte. So. Diktri. Ich bin ganz ehrlich, ich bin gewollt, mich mit dem Diktri anzulegen. Auf geht's. Auf geht's, Pikachu. Come on. Es hat durchgehalten. Verdammt, da kommt die Retourkutsche. Ja. Oh. Wieso hat das standgehalten? Wieso hält dieses Ding stand? Normalerweise hat Diktri nichts in der Verteidigung, aber auch gar nichts. Wir haben eigentlich einen relativ guten Angriff. Okay, wir haben keinen Step drauf. Gut. Hier. Durchbruch. Tiefschlag. Dein Ernst? Du bist einer der schnellsten Pokémon und setzt Tiefschlag gegen einen Sandama ein. Ne, du hast einer der schnellsten Pokémon. So rum. Wahrscheinlich sogar in der ersten Generation mit Elektroball die schnellen Pokémon. Oder die schnellsten. Ich lasse mal Mewtwo außen vor hier. Jetzt überlege ich gerade, ob Aerodactyl auch mithalten kann.
Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, Elektroball müsste der mit dem höchsten Base sein in der Ecke. Und danach gefolgt von Diktri. Ich kann mich auch irren. Hallo? Hier ist was. Oder ist es da drüben? Ja, das ist da drüben. Okay. Oh, ich merke gerade, dass ich die Zeit wieder komplett vergessen habe. Gut, dann würde ich sagen, war's das für diesmal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.